auf der Suche nach Informationen habe ich mir einen Vortrag von Professor Bhakti angehört. Und in seinem Hintergrund waren die vier Farben von den vier Säulen der Basis zu sehen. Dadurch bin ich zur Basis gekommen. Die vier Säulen der Basis haben mich schwer beeindruckt im Zusammenhang mit einer politischen Partei. Und da wir jetzt am 8. Mai Landtagswahlen in Schleswig-Holstein haben, möchte ich genau über die vier Säulen im Kontext zur Landtagswahl was sagen. Wenn wir jetzt unsere Volksvertreter für die nächsten vier Jahre wählen, dann sollten das bitte keine Berufspolitiker sein, sondern wirklich Vertreter für die Belange unserer Bevölkerung. Und das fängt damit an, dass sie sich nicht völlig unverhältnismäßig hohe Diäten auszahlen, die in keinem Verhältnis zu den Einkommen unserer Durchschnittsbevölkerung stehen. Da geht es auch darum, was passiert mit unserem Erarbeiteten? Was wird damit gemacht? Und wir haben immer gesagt, nie wieder Krieg. Und jetzt liefern wir Waffen. Und wer bezahlt die? Wir bezahlen die. Also dazu gehört eben auch, was ist notwendig? Wer bestimmt, was ist Not und wer bestimmt, was gewendet werden muss und wie? Wichtig ist, dass die Politik nach dem Subsidiarisierungsprinzip nach Artikel 28 Absatz 2 geht, wo die Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden anerkannt wird, dass wir wirklich mitbestimmen können, dass wir wirklich so regiert werden, wie es für uns gut ist und nicht, wie es für irgendein Lobbyistentum gut ist. Dass wir eigenverantwortlich mit Liebe, mit Herzverstand unser Schleswig-Holstein wieder in die Hand nehmen. Freiheit ist nicht, dass wir machen können, was wir wollen, sondern Freiheit ist gemeinschaftliche Verantwortung für das, was getan werden kann. Freiheit beginnt da, wo die Angst aufhört und endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Freiheit hat was mit Verantwortung zu tun, mit Einsicht in die Notwendigkeit. Und wir müssen uns bewusst werden, was Not ist und was gewendet werden muss. Und das aktiv, eigenverantwortlich, mit ganz viel Herzverstand tun. Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und wir müssen nicht zu geistlosen Verbrauchern mutieren. Jeder hat eine Gabe, jeder kann etwas beitragen. Wir werden im Mangel gehalten, weil wir die Versäumnisse unserer Regierungen ausbaden müssen. Wir haben kluge Bauern, die genau wissen, was zu tun ist und was der Region gut tut. Und der Dithmarscher Bauer hat ganz andere Anforderungen als der in Nordfriesland und wieder andere als der in Steinburg. Das kann man nicht vom grünen Tisch von irgendwo her regeln. Das müssen wir gemeinschaftlich hier in unserem Land klären. Und es gibt ganz viele kluge Menschen in allen Branchen, in allen Bereichen. Jeder hat eine Gabe, jeder kann was beitragen. Und wenn wir das Potenzial aller bündeln, dann bauen wir uns das schönste Schleswig-Holstein aller Zeiten. Meine Lieblingssäule ist die Achtsamkeit. Und zwar denkt man immer Achtsamkeit mit dem Nächsten. Aber nein, es ist die Achtsamkeit erstmal mit sich selber gemeint. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich selber zu wertschätzen, mich selber zu lieben, und das ist nicht irgendwie komisch gemeint, dann bin ich erst recht nicht in der Lage, den Nächsten zu lieben. Wenn wir mit gesundem, achtsamen Herzverstand jeder eigenverantwortlich Schritt für Schritt gehen, dann haben wir schneller, als wir gucken können, das schönste Schleswig-Holstein, was wir uns je vorstellen können. Ich bin Mutter von 6 ganz tollen Kindern und Oma von 8 noch tolleren Enkeln. Und für die Entwicklung dieser wunderbaren Kinder und Enkel ist es ganz wichtig, am 8. Mai beide Stimmen für die Basis zu geben.